Hallo, hier geht es jetzt um Charakterisierung von periodischen Spannungs- und Stromverläufen. Ich habe hier schon mal eine hingemalt, die sieht jetzt sinusförmig aus. Das ist erstens nicht exakt so und zweitens muss das auch nicht so sein, sondern es gilt für alle, die periodisch sind. Periodisch müssen sie deswegen sein, weil die Periodendauer hier gleich eine Rolle spielt. Nun, als allererstes haben wir sicherlich den Momentanwert. Das ist ein bisschen unhandlich. Das ist der Wert einer Größe oder der Größe zu einer Zeit klein t, also beispielsweise genau das hier. So, ein bisschen unhandlich, weil da muss man den ganzen funktionalen Verlauf angeben und das möchte man gar nicht unbedingt immer und das braucht man auch gar nicht unbedingt immer. Zweitens haben wir natürlich die Periodendauer. Das ist eben genau das, wo wir die Wiederholung haben, die ich eben schon mal erwähnt habe. Wobei jetzt n eine ganze Zahl sein muss, also tatsächlich hier die Zeit, nach der sich alles wiederholt. So, daraus abgeleitet haben wir die Frequenz, nämlich eigentlich sagt das aus, wie viele Perioden passen in eine Sekunde, also f ist gleich 1 durch t und die Einheit von f ist angegeben in Hertz, wobei man das hier, das t, jetzt in Sekunde angeben würde. Perioden passen in eine Sekunde. Viertens, etwas handlicher für Rechnungen, unhandlicher für die Vorstellung, die Kreisfrequenz. Typischerweise angegeben mit Omega, so dieser griechische Buchstabe. Das ist 2π mal f oder dann auch 2π durch die Periodendauer t. Angegeben in 1 durch Sekunde, eigentlich die Frage, wie viel Radianten dreht das Signal pro Sekunde. Macht natürlich nur Sinn, wenn man es auf irgendeine Kreisbewegung zurückführen kann, also nicht notwendigerweise auf jede periodische Funktion, sondern wir sind hier schon bei Dingen, die sich als sinusförmig erweisen. Aber an der Stelle passt es einfach besser, als jetzt noch zu warten, bis das spezialisiert wurde. So, dann haben wir den Mittelwert natürlich. Und zwar wird er typischerweise über volle Perioden gebildet. So, das wäre hier an dieser Stelle wahrscheinlich nichts weiter als die 0. Da macht man noch einen Strich, normalerweise einen Strich drüber. Ich schreibe es hier nochmal hin. Gleich 1 durch t, Integral von 0 bis groß t, u von t, dt mit. Und da braucht man den Momentanwert. Momentanwert u von t. So, ist ein bisschen, scheint jetzt erstmal griffig zu sein, dass man jetzt einfach sagt, ah, ich gebe irgendwie meinen Spannungs- oder Stromverlauf an über einen Mittelwert, macht aber letztlich keinen Sinn bei echten Wechselspannungen, weil da kommt immer 0 bei raus, würde also letztlich heißen, im Mittel haben wir zu Hause an der Steckdose 0 Volt anliegen. Das ist zwar wahr, aber ich rate trotzdem davon ab, anzufassen. Vielleicht macht es Sinn, über eine Gleichrichtung zu sprechen. Gleichrichtwert. Die Schaltung ist die man dazu nehmen könnte, wäre die Brückenschaltung, die ich jetzt mal einmal kurz hier skizziere. Hier haben wir den Wechselstrom oder die Wechselspannung. So, was wir da rauskriegen, ist hier jetzt der gleichgerichtete Verlauf. So würde der etwa aussehen, wenn das hier eine sinusförmige Spannung war. Also alles, was negativ ist, klappt nach oben.
Ich brauche natürlich hier nicht nur Drähte, sondern ich muss hier Dioden einführen. Jetzt geht es so rum und dann geht es hier rüber zurück und die. Wenn da die positive Halbwelle ist, dann läuft es so und hier rüber. So, angezeigt wird das Ganze als der Mittelwert des Betrages. Also wird eingekastelt im Prinzip unser U von t und dann ist das die Berechnungsvorschrift 1 durch t, Integral von 0 bis t und dann wird der Betrag hier ins Integral reingeschrieben. So. Auch das, naja, hat natürlich eine gewisse Bedeutung. Man könnte jetzt auch bei der Spannung im Haushalt hier mit dem Gleichrichtwert arbeiten. Das tut man aber nicht, weil man nämlich eigentlich etwas Wichtigeres haben möchte als die Spannung, denn wir interessieren uns dafür, welche Arbeit die elektrische Energie verrichten kann, die Spannung verrichten kann und werden deswegen auf den Effektivwert kommen. So, und das ist jetzt eine Vergleichsgleichspannung. Gleichspannung, die die gleiche Arbeit natürlich in gleicher Zeit verrichtet wie die Wechselspannung, die beschrieben werden soll. So, der Aufbau könnte sein, dass man zwei Widerstände, die natürlich gleich sein müssen, ansonsten ist es unfair, verwendet. Hier hat man die Wechselspannung und hier würde man die Gleichspannung angeben. So, U-Wechsel, U-Gleich, auch das ist R. Und die Arbeit hier, W, soll in beiden Widerständen gleich sein. So, das können wir mal eben aufschreiben. Also W ist gleich, das nennen wir mal gleich U-Effektiv, dann ist es einfacher. U-Effektiv Quadrat durch R mal T. Ich nehme gleich die Periodendauer, das macht am meisten Sinn, darüber zu integrieren. Nun, das ist die eine Seite, nämlich hier im Schaltbild die rechte. Und das soll gleich sein, dass im Integral über eben die jeweils momentane Leistung dt. Und wenn man das umformt hier, dann kommt man drauf, dass das U effektiv sein muss. Wurzel 1 durch t, das R fällt weg. 0 bis t. U Quadrat t dt. Das ist wahrscheinlich eine der wichtigsten Formeln, die wir hier verwenden. Das ist auch genau das, womit man eine Wechselspannung typischerweise charakterisiert. Denn was einen eben wirklich interessiert auf der Straße, ist nicht, was diese Wechselspannung gleichgerichtet ergeben würde, sondern was diese Wechselspannung eben an Energie verrichten kann. So, daraus können wir noch weitere Dinge ableiten. Nämlich den Formfaktor dient jetzt dazu, die ganze Geschichte etwas zu beschreiben und sind eigentlich Definitionen. Also F ist gleich die Effektivspannung oder Effektivstrom durch das Gleichgerichtete. Das muss größer gleich 1 sein, weil in der Quadratbildung, die wir hier jetzt gehabt haben, natürlich die Spitzen hier quadratisch betont werden, und zwar mehr betont werden als bei der Gleichrichtung. Ja, und gibt letztlich an, das ist ein Maß dafür, welche Leistungsfähigkeit man durch Gleichrichtung, dadurch verliert man noch nichts, und Mittelung
Dadurch werden ja die Spitzen abgeschnitten und dadurch verliert man auch eine gewisse Leistungsfähigkeit gegenüber der Wechselspannung. So, und dann haben wir noch neuntens den Scheitelfaktor. Ist das Sigma, und zwar ist das der Spitzenwert U-Dach durch U-Effektiv. Wobei jetzt hier U-Dach zehntens, einfach noch gar nicht gebraucht, der Spitzenwert auftaucht, der typischerweise angegeben wird als U-Dach gleich Max von U von T oder eigentlich sogar Max von U mal Betrag von T. Normalerweise sind die Spannungen symmetrisch und dann ist es egal, ob man das positive oder das negative Maximum verwendet. Naja, jedenfalls ist auch das immer größer gleich 1, weil natürlich ein Effektivwert oder ein Mittelwert, was der Effektivwert auch ist, niemals größer sein kann als der Spitzenwert. Und das ist ein Maß dafür, wie viel größer der Momentanwert als der leistungsrelevante Mittelwert werden kann. Nun, der ist deswegen wichtig, weil natürlich sämtliche Geräte, Leitungen, Motoren, Isolationen und so weiter eben genau auf diesen Spitzenwert ausgelegt werden müssen und nicht auf den Mittelwert ausgelegt werden müssen. Also die Isolation muss natürlich den Spitzenwert noch isolieren können einer Wechselspannung und nicht nur den leistungsrelevanten Mittelwert. Deswegen ist der Spitzenwert hier auch wichtig. Er bestimmt nämlich die Auslegung wichtig. Für die Auslegung von beispielsweise Isolation oder eben auch Leitungen in Spitze oder eben auch manchen Maschinen in der Nachrichtentechnik Verstärkern. ETC. Ist nicht das alleinige Maß. Manche Dinge reicht es, sich auf den Effektivwert zu konzentrieren, wie zum Beispiel die thermische Sicherheit oder thermische Festigkeit von solchen Leitungen, Maschinen, Verstärkern und so weiter. Bei manchen anderen Dingen muss man eben auch wirklich auf den Spitzenwert achten. So, damit haben wir die 10 Größen, die 10 wichtigen Größen eingeführt. Die meisten davon sind eh bekannt. Ich rechne in einem anderen Video noch Beispiele dazu.